Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Markierung auf 2, in Ordnung. Ja, nervt nicht. So. Und weiter geht's. Nachdem wir das letzte Mal bei den Joker des Tages aufgehört haben. Mal nachgucken. Ich habe die Berichte über Horizon gelesen, Commander. Was Sie dort getan haben, war ganz erstaunlich. In dem Bericht stand, dass Kaidan Alenko dort war. Wie ist es gelaufen? Es war schön, ihn zu sehen. Schön, das zu hören. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Agentin Lawson würde gerne in Ihrer Station auf dem Crew Deck mit Ihnen sprechen. Agent Taylor würde gerne drüben in der Waffenkammer mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Sei ruhig. Es könnte auch Ihnen passieren. Was soll das denn heißen? Toll. Spam. Keeper. Oh, Korban schon wieder. Sehr interessant. Ohne Thema. Fehler, ungültige Absender. Was soll das denn sein? Ist ja klasse. Ja, toll. Jemand, der mich umbringen will. Aha. Leider kann ich dir nicht sagen, weil ich dich nicht erreichen kann. Shepard Informationsverarbeitung. Aha, gut. Naja, Hidliara, das kommt auch noch. Der hatte schon seine Gespräche und der will momentan noch nicht. Da haben wir den ersten. Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache, wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Der Yeoman sagte, Sie wollten mich sprechen. Worum geht es, Jacob? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Das ist Geist? Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback. Das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein.
Es ist immerhin schon sehr lange her. Ich hatte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Da stimmt doch was nicht. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und Ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen. Nichts Besonderes. Typische Operation. Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Klasse. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Ja. Das werden wir dann auch noch machen. So. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten, aber es ist wichtig. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch. Aber sie verdient ein normales Leben. Und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Weiß die Familie Ihrer Schwester davon? Ist sie mit der Umsiedlung einverstanden? Sie wissen nichts. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Sind völlig normal. Ich habe Cerberus informiert und sie werden eine einleuchtende Begründung für die Umsiedlung finden. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Ja, später. Universum ist groß. Vielleicht fliege ich mal vorbei. Aber auch nur, wenn ich Zeit habe. Shepard? Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben.
Ich bin nur... Ich sitze hier und denke an das Bild. Und langsam begreife ich es. Ein Bild aus dem Tank von der Schlacht von Kanrum. Ein toter Turianer, ausgezogen. Ohne Panzerung sieht man die ja selten. Auf seinem Kopf ein kroganischer Stiefel und ein Klauenhammer. Es ist unter der Stirnplatte, man muss sie nur zurückschieben. Die Augen sind schon schwarz geworden und man sieht die Anspannung in den Muskeln. Man spürt, dass sie kurz davor sind zu reißen. Ich begreife. Ich brauche Kontext. Kanrum sagt mir nichts. Der Tod von Shiaga, einem weiblichen Warlord. Die Turianer haben sie getötet, also wurden sie gejagt, um ein Exempel zu statuieren. Obwohl sie den Krieg gewonnen haben. Es war das letzte Aufbäumen vor dem Ende der Rebellion. Man muss vielleicht dabei gewesen sein, aber ich verstehe den Witz nicht. Es ist kein Witz, es ist einfach nur super. Ein Turianer wird für seine Untaten in Fetzen gerissen. Bisher habe ich nichts gespürt, aber jetzt begreife ich. Es war ein guter Kampf. Der Feind wurde vernichtet, um sie alle zu bestrafen und ihnen eine Botschaft zu schicken. Ich begreife es. Ich hasse Turianer. Ich dachte, das würde sie freuen. Ich weiß ja nicht, ob ich in Zukunft noch für solche Gespräche hier runterkommen werde. Von mir aus. Man muss nicht befreundet sein, um gemeinsam starke Feinde zu bekämpfen. Ich dachte nur, es würde sie interessieren, dass ich langsam eigene Gründe für meine Kämpfe finde. Dass es wichtig ist, jemanden den Schädel zu spalten? Witzig meine ich natürlich. Ey, was soll denn der Scheiß? So, Kenneth, wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal, verarschen Sie mich nicht ständig. Lustig. Erst runter, erst aufbauen und dann voll runter machen. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Spritztouren sind auch nicht mehr das, was Sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs. Hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich hab gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer Ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag Ihnen überhaupt nichts. Was haben Sie getan, als Sie draufgekommen sind? Was denken Sie? Lustig. Sie müssen doch auch ein paar gute Leute getroffen haben. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie, Diebstahl vom Militärgerät, Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Aber sollten Sie das nicht? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Lassen wir das, okay? Zurück zu... was immer sie für machbar halten. Dr. Shepard sagt, dir ist nicht mehr zu helfen. Bloß schnell raus hier. Jetzt habe ich natürlich wieder was Mannschafts... bei den Mannschaftsquartieren vergessen.
Ihr habt nichts mehr zu sagen? Euch habe ich schon durch. Wie sieht es mit den Leuten hier aus? Ja, auch nichts zu melden. Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Ja. Wäre ich nicht zu Cerberus gegangen, hätten mich die Kollektoren inzwischen verschleppt. Wow. Da sind Sie praktisch einer Kugel ausgewichen. Ja, ich würde das sicher nicht verkraften. Die jagen mir wirklich große Angst ein. Aha. Im Vergleich der Entführung damit einer Kugel auszuweichen. So. Es kann endlich wieder weitergehen. Ein paar Rekrutierungsmissionen, ein paar Lolali. So. Loyalitätsmission, genau. Horizon. Nichts. 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 100% und raus hier. 92%. Was fehlt denn hier noch? Oh, das ist was Neues dazugekommen. Sheol. Hey. So, mal nachgucken, was wir haben. Für einen jämmerlichen Planeten. Anomalie geortet. Oh, eine Anomalie, das wird ja mal besser. Machen. Noch besser. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Die Scanner haben etwas gefunden. Aha, also. Oberflächenscan meldet Schiffswrack mit quarianischer quarianischen Spezifikation. Identität des Schiffes unbekannt. Anzahl der Anzeichen von Leben in der Umgebung unsicher. Einheimische Fauna stört möglicherweise Präzision des biologischen Scans. Dann gehen wir da mal hin. Die kenne ich auch noch nicht. Den nehme ich denn jetzt mal mit. Ihnchen. Drei Punkte. Nein. Aha, du kriegst noch den Kryostrahl rein. So. So, dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Igitt, weg mit hier. Ich orte Lebenszeichen eines einzelnen Quarianers an ihrer Position. Den Werten des Anzugs nach zu urteilen, ist der Quarianer schwer verletzt. Ich orte außerdem Lebenszeichen mehrerer...
Quelle. So, mal gucken. Bericht des Piloten starten. Wir konnten die Triebwerke der Cyanid so weit abdämpfen, dass wir der Aufmerksamkeit der Gate entgangen sind. Aber die Belastung war zu viel für das alte Schiff. Wir hoffen jetzt darauf, irgendwo im Scheol-System ein freundliches Fleckchen zu finden. Aber unsere Informationen zufolge ist das nicht sehr wahrscheinlich. Es hat uns von Anfang an nervös gemacht, so nah am Persos-Nebel zu kundschaften. Mit Recht, wie sich herausgestellt hat. Ich fürchte, dass wir werden die Flotte nie wiedersehen. Nach allem, was die Cyanid durchgemacht hat, ein ziemlich unrühmliches Ende. Ha. Die Landung war unsanft, aber wir konnten aus dem Wrack alles bergen, was wir zum Überleben brauchen. Leider hat es Lieutenant Commander Gorlard nicht geschafft, womit mir als ranghöchster Offizier das Kommando zufiel. Wir haben die Gegend erkundet und festgestellt, dass der Planet außerordentlich lebensfeindlich ist. Wir wagen es nicht, unsere Schutzanzüge abzulegen. Hoffentlich werden wir gerettet, bevor die Gefahr von Strahlenschäden besteht. Ich weiß nicht, wer oder was dafür verantwortlich ist, weil wir haben mittlerweile die Hälfte der Überlebenden verloren. Wir wollen hier eigentlich ein Lager errichten, um aufzuwarten, bis Idenna unseren Sender ortet. Bis die Idenna, aha. Aber etwas jagt uns. Ich muss die Crew so gut wie möglich zusammenhalten. Wir werden jetzt Suchstoff losschicken, sobald es Tag wird. Ich werde meine Crew finden und dann werden wir alles tun, um auf die Idenna zurückzukehren. So. Hoffentlich gibt es nicht noch mehr zu lesen. Was? Und 7500, klasse. Wieder mal etwas Geld.
Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Aha. Schon wieder mal? Die Cyanid. Danke. Commander Shepard, bitte nehmen Sie meinen tief empfundenen Dank für Ihre Bemühungen bei der Suche nach dem Wrack der Cyanid entgegen. Das Schiff hat eine lange Geschichte, in der sowohl die Migrantenflotte als auch Cerberus eine Rolle gespielt haben. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass mein Volk das Wrack nun bergen kann. Sie haben Lieutenant Forza gefunden und stabilisiert. Und damit der Flottille einen ihrer jüngsten und umschwärmtesten Helden zurückgegeben. Man wird die Bemühungen bei der Suche der Quarianer nach einer neuen Heimatwelt nicht vergessen. Ja. Ja, wenn wieder irgendjemand was von mir. Mordens Psychoprofil enthielt bereits eine Warnung für Hyperaktivität. Aber der ist ja wie ein Hamster mit Koffeinschock. Er wird ein überaus produktives Teammitglied sein. Wie auch immer. Was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Jack würde gerne in Ihrem Unterschlupf auf dem Maschinendeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ja, das wäre alles. Es ist immer nett, mit Ihnen zu plaudern. So, also Jackie will was. Der Onkel Doktor ist schon wieder unterwegs. Ja. Dann erzähl mal dem Onkel Doktor, was du hast. In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Nein, interessiert mich auch nicht wirklich. Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte, hab ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder, sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Was wollten die damit erreichen, dass sie ein kleines Mädchen gefoltert haben? Es ging darum, dass Schmerz mentale Barrieren einreißt und man dadurch mehr biotische Kraft freisetzen kann. Irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt, aber ich hätte nichts davon gehabt. Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Die haben sie gefoltert, nur um rauszufinden, ob man so einen stärkeren Biotiker machen kann? Das war alles? Ich war nicht in der Position nachzufragen, Shepard. Da war nur ein weinendes kleines Mädchen in einer Zelle, das darum bettelt, dass der Schmerz aufhört. Aha. Sie stehen aber auf die Macht, die sie ihnen gegeben haben. Sie haben mir nie eine Wahl gelassen. Wie sind sie da rausgekommen? Es gab irgendeinen Notfall und ich hab's einfach versucht. Die anderen Kinder kamen aus ihren Zellen und haben mich angegriffen, genau wie die Wachen. Ich habe alles getötet, was mir im Weg stand und bin gerannt. Meine Biotik hatte sich wohl schneller entwickelt, als sie gedacht hatten. Ich hab's geschafft, mit einem Shuttle zu starten und trieb dann im All, bis ein Frachter mich aufgesammelt hat. Die Crew hat mich erst missbraucht und dann verkauft. So endet die erbauliche Geschichte meiner Flucht. Ja, dazu kann Onkel Shepard nichts sagen. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pragia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Ich will zum Zentrum der Anlage in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ein Angriff auf unsere Verbündeten gefährdet unsere Mission. Keine kluge Aktion. Die Akten sagen, die Anlage wäre nach meiner Flucht geschlossen worden. Sie steht seit Jahren leer.
Es dürfte doch niemanden stören, wenn ich eine Müllhalde hochjage. Sie sind Ihr ganzes Leben damit zurechtgekommen. Warum muss es jetzt sein? Wie gesagt, ich habe die Koordinaten in Ihren Daten gefunden. Sie können nicht erwarten, dass ich mit solchen Informationen die Hände in den Schoß lege. Ich lasse Kurs auf Pragia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard. Ah, Dr. Shepard sagt, vielleicht ist doch nicht alles zu spät. Warum gleich eine Bombe? So. Jetzt kann man endlich wieder ins Universum eintauchen. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Sag mal, muss mich jedes Mal nerven, wenn ich auch nur an dir vorbeilaufe. Treibstofffabrik. So, und wieder weg. Jack helfen. Schatten mehr 100. Okay. Dann gehen wir erstmal hier. 69%. Ich dachte, das kriege ich auch schon komplett erkundet. Aber anscheinend gibt es doch noch Leute, die mir auf den Sack gehen wollen. Zwei komplett neue Systeme dazu gekommen, toll. Ah, hier ist nichts los. So, hier rüber. Oi. Auch nichts. Ich habe eine Anomalie geortet. Das war ja klar. Katastrophale Solarstrahlung wahrscheinlich. Ausfall des Magnetschilds. Sonde gestartet. Die Scanner haben etwas gefunden. Planetenzellen zeigen, dass die Kolonie auf Sinmara von ihrer Sonne nicht geschützt ist. Fehlfunktion im Magnetschild der Kolonie entdeckt. Schild muss reaktiviert werden, damit die Kolonie nicht länger in stabilen solaren Aktivitäten und damit der möglichen Vernichtung ausgesetzt ist. Okay, machen wir mal. Kolonien retten, das ist doch mal ein Nebenjob für uns. Seltsam, seltsam. Das finde ich jetzt aber etwas seltsam. Okay, so, so. Hm.
So geht das. Zack. Ach so. Dann erst die Kühlung. Das ist ja mal ein Schild. Magnetschild wiederhergestellt. Kolonie auf Simara jetzt vor Katastrophe durch Solaren. Aktivitäten geschützt. Belohnung in Credits von den Kolonisten auf Simara übermittelt. Erfahrung. Credits. 7500 wieder. Gott. Morden hat um ein Treffen mit ihnen gebeten. Ach, der auch noch. Ja, das ist keine Nachricht wert. Diese Kazumi ist ein interessanter Neuzugang. Mir ist klar, warum sie in ihrem Job so gut ist. Sie verrät nie etwas Wichtiges über sich selbst. Sie bleibt immer an der Oberfläche. Es wäre eine Herausforderung, herauszufinden, wer sie wirklich ist. Wie auch immer, was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Morden würde gerne in seinem Tech-Labor mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Okay. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie dann etwas gehen wir jetzt zu den Hamster, der einen Koffeinschock hat. Hamster auf Koffein. Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten, zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an unser Gespräch? Meine Arbeit an der Modifikation der Genophage? Sie haben die Anpassung der Krogane an die Genophage gestoppt. Als Teil eines Teams. Wissenschaftler verschiedenster Richtungen. Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Glauben Sie, die haben rausgefunden, dass Ihr Team die Genophage verbessert hat? Unklar. Lässt sich erst nach Ankunft auf Tuchanka ermitteln. Ich tue, was ich kann. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, Ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Earthnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Was für ein Glück, dass wir den persönlich kennen, den Clan-Anführer. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja. So, 100. Ab zum nächsten System. Zack. Na, ist ja wieder eine Nebenmission. Ich habe eine Anomalie geortet. Was ein Zufall. Bin gerade erst raufgegangen. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Okay.
Sonde. Wenn Sie glauben, Sie bringen ihn zum Laufen, dann bitte sehr. Bitte sehr. Ich wiederhole, es liegt ein kaputter Mech auf der Planetenoberfläche rum. Wenn Sie glauben, Sie bringen ihn zum Laufen, dann bitte sehr. Bitte sehr. Ich wiederhole, es liegt ein kaputter Mech auf der Planetenoberfläche. Die Scanner haben etwas gefunden. Wegen eines kaputten Mechs? Oberflächensignaturen eines schweren Ymir-Mechs. Mit einer unbekannten Registrierung, möglicherweise Piraten. Der Mech scheint deaktiviert zu sein. Sendet aber eine Endlosschleife mit einer Nachricht. Es scheint sich dabei jedoch nicht um ein Notsignal zu handeln. Ressourcenscan, Orten, große Mineralien vorkommen. Aber die liegen hinter Gesteinen mit hoher Dichte. Wollen wir uns mal gucken. Wer nimmt da? Garrus kommt mit. Und Jacob. Immer noch 3 Punkte. Ja, ist gut, Jacob, gut. Energiezellen. Datenpech. Ich habe Herod gutes Geld für diesen nutzlosen Haufen Signalfehler. Fehler. Relevante Ressourcenlager auf diesem Planeten entdeckt. Aber Speicherleck entdeckt. Also gut, sage ich. Okay. Aus dem Ding läuft Treibstoff aus. Treibt schon aus wie aus einem Volus nach einem Kurkringkohl. Aber damit komme ich schon klar. Also bin ich losgezogen und habe eine Spur von Energiezellen gelegt. Von der Abladestelle des Mechs bis zum fehlerhaftes Package. Bitte erneut aufrufen, damit ich das Ding wenigstens zum Laufen kriege. Und jetzt will sich Ausnahmefehler entdeckt. Toll, hat wahrscheinlich Windows als Betriebssystem. Nicht mal rühren. Verdammt, soll er sein. Dieser betrügerische Elkor. Ja, hat wahrscheinlich Windows Vista als Betriebssystem. So. Das war ja klasse. Also muss ich noch mehr Energiezellen finden, so wie es aussieht. Ja. Ja, wo? Energiezelle einlegen. Datenpad. Achso. Muss man dann noch sagen. Ich dachte, ich hätte die schon eingelegt.
klasse. Noch eine Energiezelle. Autsch, hey. Na toll. Da haben wir Ressourcen. Coole Sache. Zu schade, dass man so nicht auch das Ressourcenfinden im Spiel gemacht hat. Das wäre cool geworden. Landest auf dem Planeten und musst das Vorkommen zu Fuß finden. Dich durchkämpfen war womöglich noch. Das wäre richtig spaßig geworden. Statt dieses Scannen. Brand wirkt ziemlich aufgeregt. Oh Gott. Sie sollten mal nach ihm sehen. Der nächste Fall für Dr. Shepard. Ich habe kürzlich Said getroffen. Sehr eigenwilliger Typ. Dafür, dass er so viel Gewalt und Zerstörung gesehen hat, ist er erstaunlich ausgeglichen. Trotzdem, allein möchte ich mit ihm nicht sein. Wie auch immer, was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Grant wirkt sehr nervös und geht ständig im Frachtraum auf und ab. Sie sollten mal nach ihm sehen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Passen Sie auf sich auf. Dann klären wir das jetzt auch noch. Jeder will heute was von Dr. Shepard. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Wo soll ich das wissen? Okia hat Ihnen nichts vermittelt, das Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist... ein Blutschleier in meinem Kopf. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Edi, haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt.
Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unsere Heimatwelt Tuchanka verlassen. Joker kann uns zur Heimatwelt der Krogana bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Aha. Ja gut, dann... So, dann beenden wir das für heute hier. Dann können wir morgen wieder vollends loslegen. So. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei.